So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Mod-Vorstellung. Ich habe euch ja mal den Kennzeichen-Generator und Mod gezeigt, den ich richtig geil finde. Da gibt es jetzt ein Update und da ist auch der eine Fehlerbogen, wo dann die TÜV-Plakette auch vorne ist, die offiziell gar nicht da ist. Und ich zeige euch das mal im LKW-Browser, denn hier sieht man es eigentlich ein bisschen, zumindest ansatzweise am besten. Denn diese ganzen Kennzeichen gehen mittlerweile bei jedem SCS-LKW, das ist schon mal ganz gut. Und jeder SCS-LKW hat dann das passende Kennzeichen schon hier unten. Er wird dann quasi ersetzt vom Original SCS, ne? Logisch. Und dann steht hier unten auch ganz klar in klein, in Farbe und bunt, Volvo da. Warte mich, wenn ich dann hier mal gehe zu Scania zum Beispiel, steht hier unten Scania, gehe ich zu Renault, steht dann unten hier Renault. Pass mal, ich zeige euch das mal mit der Kamera hier, pass mal auf, hier, Steuerung war es, ne? Warte mal, Steuerung, klopp. Da sieht das eigentlich ganz gut, ne? Renault, Scania, das sieht man hier, das Logos und dann das Scania-Logo dazu. Je nachdem, was für ein LKW habt, hier steht dann Volvo mit da. Sehr schön. Nicht einfach nur hingeschrieben, sondern es ist anscheinend richtig gemoddet, das Ganze hier, diese Halterung. Finde ich richtig, richtig toll, das cool, das Ganze hier. Ne? Und das könnt ihr jetzt dementsprechend wieder ändern, indem das sagt, okay, ich will das. Moment. Ich will das jetzt hier abändern. Und kleben wir jetzt hier quasi da das hin. Das ist dann der Punkt normalerweise, genau. Check. Warte mal. Stopp. Ich gehe mal runter hier mit der Flycam. Das ist mit dieser First-Person-Kamera. Das ist nämlich ganz geil. Und dann könntest du hier 3 bis 5 machen. Ich mache jetzt mal das Einzige, was ich noch nicht habe, denn es fehlt immer noch Brandenburg, meines Wissens. Ne? Berlin habe ich gesehen, Rheinland-Pfalz, Thüringen, Saarland, Thüringen, Bremen, Niedersachsen, bla bla bla. Ja, also Brandenburg fehlt noch. Vielleicht hat er das vergessen. Zieht zumindest schwer danach aus. Ja, vielleicht müssen wir dem das nochmal mitteilen, dass er da irgendwie guckt, ne? So, ich nehme jetzt mal, in dem Fall, da bin ich nämlich ziemlich oft in BGL, so, check, da sieht das so aus, und dann könnt ihr noch, weiß ich nicht, andere Buchstaben, M, keine Ahnung, dann machen wir hier einfach nochmal hier, weiß ich nicht, oder warte mal, machen wir das noch, warte, das machen wir mal weg, sonst wird es vielleicht zu eng, das Ganze, machen wir einfach nur M, so. Und dann hier nochmal, keine Ahnung, irgendwelche Zahlen muss ich nicht sagen. Ach, übrigens, weil jemand gefragt hat, sie ist natürlich auch mit dabei hier, ne? Da schon mal jemand gefragt. Und was ganz cool ist, ihr könnt ja übrigens eine eigene Plakette hinmachen, ne? Also in dem Fall hier. Also wer jetzt skinnen kann, könnte sich theoretisch Brandenburg selber skinnen. aber ihr könnt hier eure eigene Plakette hinmachen. Das finde ich eigentlich gar nicht so schlecht und eigentlich ganz cool. Nur mal so als Info vielleicht nochmal, dass wir das hier erwähnt haben. Ansonsten, wie schon gesagt, hier kann ich dann noch irgendwelche Zahlen hinkleben hier, ne? So 1, 5, 6 als Beispiel, ne? Das gehe ich wieder raus und dann würde das theoretisch so aussehen, ne? Mit der bayerischen Wappen und auf der Rückseite hin habt ihr natürlich in dem Fall hier, tschuck, hier TÜV, ne? Da ist die TÜV-Plakette mit drauf, so wie es halt gehört, und könnt ihr hinten das Ganze, das Gleiche nochmal machen, ne? Indem, dass er dann hier hingeht und sagt, ja gut, hier nochmal raus und dann hier, wo ist der Punkt? Nee, da ist er nicht, da ist er nicht, da ist er nicht, ach, da ist er ja. Einmal gucken hier, ne? Und dann könnt ihr hier das Gleiche nochmal machen. Also das mal so zur Info. Das ist jetzt quasi neu. Dann, was wir noch neu mit dabei haben, ist, wir haben hier bei den Aufliegern, das vielleicht nicht zu vergessen, aktuell bei den alle SCS-Trailer, also bei denen hier funktioniert es überall. Und beim Schwarzmüller funktioniert das auch, das Ganze. Da könnt ihr das theoretisch, also nur mal als Beispiel jetzt hier, diese Food-Trailer, der Auflieger, da habt ihr das Ganze das Gleiche. Da könnt ihr das hier auch nochmal hinmachen. Auch in dem Fall hier mit Schwarzmüller. Moment, halt, stopp. Check. Das ist das Ding machen hier. Ne? Da. Und da steht hier dann Schwarzmüller drauf, in dem Fall. Hier TÜV und so. Und diese Lampen hier, die wurden überarbeitet. Das ist dann schön leuchtet. Das zeige ich euch dann jetzt hier am besten gleich dann beim Lichttest. Ich glaube sogar Schwarzmüller leuchtet sogar. Das glaube ich so ein bisschen LED mit verbaut. So was ich gesehen habe. Aber das schauen wir uns dann gleich genauer an. So. Ergebnis jetzt fertig. Ich zeige es euch nochmal mit der Flycam. Da kann man es nämlich am besten zeigen. Pass mal auf, hier vorne nochmal das Ganze. So. In dem Fall jetzt beim Renault Range T. Da sieht man zum Beispiel Renault Red Trucks. In dem Fall die Kennzeichen, die sehen richtig gut aus. Also es ist echt, schimmert sehr schön, hat eine schöne Textur das Ganze. Gefällt mir sehr, sehr gut. Also das muss man schon sagen, finde ich echt klasse. Und dazwischen gesagt auch in dem Fall jetzt hier vorne auch die TÜV-Plakette weg, was ja vorher nicht der Fall war. Hier hinten am Bübs beim Renault, in dem Fall die TÜV-Plakette. Hier ist jetzt mit dabei. Wir haben noch TÜV bis Dezember, dort passt. Und hinten beim Schwarzmüller, Öflischer, sieht es dann so aus, ne? Schwarzmüller. Und dann einfach hier das Kennzeichen. Ne? So, jetzt machen wir mal ganz kurz einen Lichtcheck, meine Damen, meine Herren. 23 Uhr. Denn hier sollte nämlich theoretisch
Laut Beschreibung vom Autor sollte es jetzt schön beleuchtet sein, vor allen Dingen beim Kennzeichen. Wir fahren jetzt hier mal ein kurzes Stück raus. Ja, dann glaube ich, sieht man es eigentlich schon. Pass mal, ich zeige es euch jetzt hier mal ganz kurz. Das sieht man hier nämlich eigentlich ganz schön. Mal, Flycam, da ist er. Man sieht jetzt hier eigentlich ganz gut, die Beleuchtung des Kennzeichens ist jetzt hier nochmal überarbeitet worden. Dass es hier so ausleuchtet. Ich hoffe, dass man es einigermaßen, ja doch, sieht man im Video. Genau. Und diese Schwarzmüller leuchtet. Sieht jetzt im Video, wenn ich das Licht ausmache, leuchtet es trotzdem, also es leuchtet immer. Es hat so eine leichte, kleine LED-Dings halt mit dabei, was immer so ein bisschen als in dem Fall jetzt mit Schwarzmüller leuchtet. Was ich voll okay finde. Machen wir mal hier kurz links. Also ich finde diesen Kennzeichengenerator finde ich echt klasse. Also da hat der Autor richtig was richtig Cooles gemacht. Finde ich echt stark. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und dieses Update unterstreicht es natürlich nochmal, dass alle SCS-LKWs gehen, alle SCS-Trailer, Schwarzmüller geht jetzt und weitere DLCs von weiteren Auflieger folgen. Das gleich schon mal zur Info. Und natürlich, und hier sieht es ein bisschen besser, die Bearbeitung hier des Lichters hinten nochmal ganz gut. Warte mal, da sieht man das Schwarzmüll auch leuchten. Genau, das ist ja auch mit dabei. Und dann die Bearbeitung des, der Kennzeichenbeleuchtung hier nochmal. Ne? Das unterstreicht das Ganze nochmal so schön. Genau, also richtig cool. Könnt ihr dann selber ja zu Hause ein bisschen rumfriemeln und rumbasteln, wenn ihr wollt. Das ist überhaupt gar kein Problem. Kann ich wirklich nur empfehlen. Auch ready für SCS Convoy. Finde ich richtig, richtig geil, das Ganze. So, wenn ihr Fragen habt zu dem Mod, dürft ihr das gerne machen. Einfach kommentieren, entweder hier oder im Steam Workshop. Da ist der Mod hier. Nicht vergessen, nirgends woanders downloaden, bitte. Nur im Steam Workshop. Und wenn es gefallen hat, lasst natürlich wie immer ein Däumeling da. Abo für den Kanal nicht vergessen, die Glocke drücken. Und dann wünsche ich wie immer eine kleine Freifahrt. Macht's gut, bis bald und adios.